In der chilenischen Hauptstadt Santiago ist es am Montag erneut zu schweren Ausschreitungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Beide Seiten gingen mit Gewalt vor. Zu den Verletzten zählten auch zwei Polizisten, die von einem Brandsatz getroffen wurden. Die Proteste in Chile dauern seit Wochen an. Die Demonstranten fordern umfassende Reformen in vielen Bereichen, von Lebenshaltungskosten und Steuern über Arbeitsrecht bis hin zu Renten. Chile ist eines der reichsten Länder Südamerikas, aber auch eines mit der größten sozialen Ungleichheit.